Ah, Leute, kommt zurück zu Minecraft hier mit einem wunderschönen malerischen Sonnenuntergang. Ach, leider wird es gerade schon zu dunkel, ein paar Sekunden verpasst. Schade, das heißt natürlich erstmal, wir müssen wieder kurz schlafen gehen. Geht nämlich auch schon. Ah, ist mal so schade, dass dieser richtig schöne Sonnenuntergang immer für so ein paar Sekunden immer nur da ist in Minecraft. Also mit dem Shader. Ich würde mir den gerne ein bisschen länger wünschen. Aber gut, so ist es halt nun mal. So, und wir haben also gesagt, letzte Folge, wir können hier unten weitermachen. Wir gehen nämlich... Na, okay, das hat nicht gepasst. Muss es so... Können wir hier die Ebene angehen. Fülle natürlich erstmal alles fleißig mit Wasser auf. Ja, natürlich will jetzt mein Hund aus dem Wohnzimmer raus. Moment, ich muss mal ganz kurz die Tür öffnen. Kleinen Moment. Ich bin gleich wieder da. Bis gleich. So, weiter geht's. Natürlich pünktlich zum Folgenbeginn. Möchte der feine Herr natürlich aus dem Wohnzimmer rausgelassen werden. Der hat sich auch gedacht, ach, noch eine Folge. Nee, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, auf noch 20 Minuten Gelaber. Da hat er schnell die Flucht ergriffen. So, hier passt das Wasser schon. Oh, warte mal, hier fehlt ein Erdblock. Halt, das ist so nicht richtig. Hä? Ach, da ist kein... Ja, aber fließendes Wasser. Ich bin schon gerade verwundert, so, hä, warum konnte ich da eine Fackel reinsetzen? Und kein Wasser entnehmen? Einen noch. So, perfekt. Das heißt, Ebene 1 kann gepflügt werden. Ja, okay, warte, ich muss kurz mal die Fackeln wegmachen. Sonst knallen wir die ganze Zeit hier dran. Oh, das wird so cool ausschauen, wenn das fertig ist, weil das auf so einer großen Breite dann gehen wird. Ich freue mich jetzt schon richtig. Okay, erste Hacke ist hinüber. Und da werden wir noch weitere brauchen. Aber daran soll es nicht mangeln. Oh, aber das müssen wir beheben. Der Erdblock ist mir wurscht. Steinblock. Ich will da einen Erdblock reinsetzen können. Das war mir wichtig. Ach, die können wir auch direkt haken. Perfekt. Ich dachte, das geht vielleicht gar nicht bei denen. Aber das ging ohne Probleme. Ich hatte auch überlegt, zwischendurch über die Felder vielleicht einmal zwischendurch einmal abernten, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Ich will die erst einmal komplett voll pflanzen und dann machen wir demnächst mal einen großen Erntegang, wenn alles mal nachgewachsen ist hier. Zumindest, wir haben ja unendlich viele Samen gefühlt. Stimmt, die können wir auch in den Komposter da reinschmeißen, wenn die Felder fertig sind. Dann brauchen wir uns gar keine Gedanken darüber machen mehr, wie viele Samen wir aufheben müssen, weil mit einmal hier durchsammeln haben wir sowieso zu... Also, man kriegt ja immer mehr Samen raus, wie man... Also, wie man erntet oder gesät hat. Boah, wenn ich mir das so anschaue, wie riesig jetzt dieser Bereich ist, den wir gerade gesät haben. Im Vergleich zu, wie groß diese kleine Ecke da vorne ist. Vom ehemaligen Bestandteil eben her. Ach du Heilige, das ist ja riesig. Boah, das wird ganz schön massiv. Aber dementsprechend cool wird es auch ausschauen. Okay, das heißt, nächste Ebene können wir direkt angehen. Ich überlege gerade vielleicht auch ganz kurz mal die Stufen zu holen. Und dann ist es ein bisschen einfacher, diese Ecke hier, glaube ich, abzustecken. Oh, zwei Schafe da drüben. Gehen wir ganz kurz mal durch diesen Eingang. Auch schon lange nicht genutzt. Lalalala. Und wir können ein bisschen Erde ablegen sogar. Brauchen wir gar nicht mehr so viel. So. Die Blumen. Oh, was mache ich mit denen? Haben wir eh so viele von. Ja. Schmeißen wir erstmal lange hier rein. Der Rest kommt dann später in den Komposter. Und wir können auf jeden Fall mehr Samen mitnehmen, weil davon brauchen wir echt krass viele, glaube ich. Was sollen wir noch mitnehmen? Ach komm, so viel Inventarplatz brauchen wir hoffentlich nicht. Was wollte ich eigentlich holen? Stufen. Stufen wollte ich holen. Genau, eigentlich glaube ich 6 Stück würden sogar reichen. Nee. Doch 6, wir haben 3 Ebenen.
Das heißt eigentlich 6 Stufen, maximal 8, wenn ich mich irgendwo verzählt habe. Was aber keinen Sinn machen würde. Was mir so ein bisschen ärgert, ist, dass der Weg hier nicht mit dem da abschließt. Aber das hätte halt auch mit dem Feld hier nicht funktioniert. Passt irgendwie nicht. Ah, genau, weil das Lager ist nämlich ein schmaler wie das hier. Aber auf der Seite ist es überhaupt nicht symmetrisch, da macht es gar keinen Unterschied. Ja, ist halt so ein Patchwork-Haus, ist halt irgendwie entstanden. Aber es muss auch nicht perfekt alles geradlinig ausgerichtet sein. Ich glaube, das wird auch bescheuert aus, wenn wirklich alles auf einer Linie hier wäre. Ich glaube, das wäre zu viel. Wir haben eh schon sehr viele sehr gerade und sehr, naja, rechteckige Wege. Ich meine, das mit dem Rechteckigen ist Minecraft geschuldet. Aber auch da kann man, glaube ich, Variationen angehen. Oder, Variation ist das richtige Wort. Man kann Unterschiede oder halt, naja, ich weiß nicht, was sagt man denn am besten? Man kann es schon irgendwie vernünftig hinbekommen. Ist da so eine grüne Kante? Ah nee, die wird braun, okay. Dann schaut's besser aus. Oh, das ist die Frage. Soll ich vielleicht diese Stufen sogar noch einen weiter nach hinten setzen? Weil das Feld fängt ja hier an. Ich glaube, ja. Ich glaube, das schaut besser aus. Zack, zack. Dann nehmen wir das nächste Feld. Das muss auch mal wieder mindestens eine Dreierbreite bekommen. Eigentlich hätte ich sogar gerne eine Viererbreite, weil wir haben bei dem hinteren eh mächtig viel Platz. Und hier unten können alle Felder ein bisschen größer werden. Dann gehen wir hier drüben mal ruhig die Viererbreite an. Das heißt, hier muss die Stufe hin. Jetzt wieder so ein Weg. Zack, zack, zack. Das können wir auch schon ein bisschen anmarkieren. Oh, und warte mal. Ah. Vielleicht muss es doch einen weiter hier rein. Das passt jetzt nämlich alles nicht so ganz mit dem hier oben. Ich glaube, ich ziehe die Stufe, glaube ich, ein bisschen weiter nach hinten, ne? Der Weg geht ein bisschen zu weit hier rein. Ich glaube, der muss früher nach unten abfallen, runtergehen. Hier mal. Hier die Stufen, zack, zack. Wir hatten immer noch Erde daneben, gell? Will ich das so haben, dass die Stufen in die Erde hier oben eingelassen sind? Ich glaube, ja. Die Ebene soll ja mindestens bis hierhin gehen, haben wir gesagt. Das heißt, die nächste Ebene... Ah nee, warte, wir müssen noch viel weiter nach hinten. Kommt ja erst noch ein Wassergraben. Dann kommt ja erst Feld. Oh, warte. Das ist ja ganz verzwickt. Das muss auch noch weiter nach hinten wandern, wenn ich mir das so anschaue. Die Stufen hinten sind auch nicht optimal. Definitiv nicht. Die müssen wir, glaube ich, auch noch mal ein bisschen umbauen. Was wir da hinten nicht perfekt gemacht haben, können wir hier noch besser machen. So, dann geht das bis hier, das andere Feld. Das heißt, hier ist wieder Weg und Wassergraben. Gehen wir jetzt aber noch so ein bisschen, aber besseren Anhaltspunkt zu haben. So, das muss alles noch weg. Ja, einfach schon mal so wegfliegen hier. Ja, gegen Ende hin wird es auf jeden Fall kompliziert. Das weiß ich jetzt schon, dass das hier nicht super einfach wird, das Ganze dann wieder schön rumzugestalten. Eine Ebene ist immer super einfach zu machen, gerade so die erste. Aber so die letzten beiden, damit die dann auch vernünftig passen überall, das wird ein bisschen schwieriger. Zur Not muss man noch weiter hier reinbuddeln, aber eigentlich nicht, weil wir haben es ja hier auch geschafft, wo es deutlich schmaler ist. Und hier hinten haben wir deutlich mehr Platz, also ich glaube nicht, dass wir dann weiter reinbuddeln müssen. Unser Wassergraben, hier dann Feld. Wasser, alles Erde werden. Müssen wir zwar nicht jetzt angehen, aber war jetzt gerade schon so dabei. Das heißt aber eigentlich, die Stufe muss halt mindestens hier sitzen. Ne, das geht auch nicht, weil... Nehmen wir es so, dass immer der Wassergraben direkt bis hierhin geht.
Das heißt, hier muss Erde sein und die Stufe kommt erst dann frühestens hier. Warte mal. Nee, Erde. Dann hätte ich gerne noch einmal Erde. Hier dann die Stufe hin. So nämlich. Warte mal, nicht da unten, eins höher. Hier die Stufen drauf. Hier nochmal Stufen hin. Und hier nochmal. Ach, Sonnenuntergang schon wieder vorbei. Dann nochmal schnell schlafen gehen. Schauen, wie weit wir in dieser Folge kommen. Ich bin echt mal gespannt, weil ihr merkt schon, jetzt zieht sich's ein bisschen. Die erste Folge ging ziemlich ratzfatz, wo wir hier angefangen haben, aber jetzt wird's langsam kompliziert und ich hätte vielleicht mehr Erde mitnehmen sollen. Wir müssen das ja alles hier noch umpflastern dann danach. Ja, ein bisschen Erde buddeln wir noch weg, aber hier sind sehr viele Steine, die halt nicht hier hinpassen. So, und das darf soweit dahin. Genau, hier ist das. Das ist eben diese Art Weg, die auch bis hier vorgeht. Achso, wir standen wieder im Weg. Eben nach unten, echt jetzt? Warte mal. Ach klar, ja, das ist ja die Ebene hier, diese Zwischenebene. Warte mal, machen wir das so? Echt? Kann ich das so haben? Ach, warum nicht? Ist mal ein bisschen was anderes. Muss ja, wie gesagt, nicht alles im perfekten hier. Drei Blöcke jedes Mal schön vorgesetzt. Na gut, hier sind es vier, egal. Nee, muss ja nicht. Ist das praktisch die letzte Ebene hier, genau. Dann müssen die ja sowieso auch weg, weil das Feld geht ja bis hier hinten hin, also bis hier. Wie ist es denn da drüben gemacht? Bis wohin geht denn da genau das Feld? Das interessiert mich jetzt. So, Feld geht bis genau an die Stufen ran, sogar in dem Fall. Und hier könnte dann zum Beispiel auch dieser Weg hin. Perfekt wäre es halt, wenn genau hier eigentlich. Da ist noch ein Dings. Da müssen hier wieder Stufen hin. Hier wieder Weg. Ja, dann glaube ich passt es halbwegs. Und hier müsste man eben noch erweitern. Das fehlt natürlich jetzt noch. Wir können ja schon mal. Halt, da sind so viel. Sie soweit vorbereiten. Jetzt aber hier der Weg zu breit. Ah, stimmt, das ist ja noch nicht ganz. Gut, an die Seite wollte ich jetzt auch nicht gar nicht rangehen. Mach das aber mal so bis hierhin. Ist ein bisschen unfertig, aber besser wie nichts. Naja. Erstmal ist mir die Seite hier hinten jetzt wichtiger. Dann würde ich vorschlagen, wir fangen an, von hier uns runter zu buddeln, auf die Ebene, wo wir das Feld anlegen. Erstmal praktisch nur auf die Ebene kommen und dann entfernen wir alles an Steinen, wo eben Erde hin muss. Egal jetzt, ob für Feldblöcke für oder sonstige Blöcke. Ja, die eine Ebene sogar noch tiefer. Ups. Warte mal. Sind wir hier zu hoch? Wir sind zu hoch. Deswegen auch diese komische, merkwürdige Zwischenstufe. Das hier ist unsere Ebene, auf der wir sein müssten und wir sind plötzlich bis hier gegangen. So, genau, das erklärt mich das hier, weil ich habe mich gerade schon gewundert, wo kommt das denn plötzlich her? Warum ist hier so eine merkwürdige Zwischenstufe? Bis hier hingehen und dann hier die Stufe ansetzen. Zack, zack. Ah, dann passt aber das Konzept wieder nicht so ganz. Obwohl, wenn wir hier so was haben, also hier wegbuddeln. Ja, doch, würde schon gehen. Hätte ich aber gerne diese Stufe hier weiter hinten. Nämlich, um genau zu sein, bis hierhin.
Der muss noch ausgetauscht werden, dann sehen wir sonst wieder von unten. Den hätten wir auch noch austauschen können. Lop, warte mal, war da gerade eine Höhle? Nee. Boah, das hat so komisch geschimmert hier irgendwie, dass ich dachte, da wäre eine Höhle drin. Ganz merkwürdig. Das, oh. Nee. Halt, du weg. Du dahin. Der und der müssen da noch rein. Da müssen wir hier noch austauschen. Die Frage ist, wie weit ich hier tatsächlich buddeln möchte. Den ganzen Wassergraben müssen wir hier auf jeden Fall noch austauschen, damit hier unten Erde ist, damit hier Erde ist. Und das Feld, warte mal, auf welche Ebene kommt das Feld denn jetzt? Auf diese da, dann fangen wir mal an von hier zu buddeln. Und hacken mal hier soweit alles weg. Nein, der war ein zu viel. Egal, muss eh durch Erde ausgetauscht werden. So, ich bin nicht ganz so gesprächig manchmal gerade da eben dabei, weil ich mich irgendwie ein bisschen konzentrieren muss. Damit ich hier keine Faxen baue, wie gerade eben schon wieder. Um eine Ebene im Verrechnen, das ist ein bisschen... Ja gut, ist nur nicht schief gegangen. Wäre nur unangenehm gewesen, wenn wir schon alles gesät hätten und so weiter und so fort. Und dann hier drüben ankommen und merken, warte mal. Wir sind auf der komplett falschen Ebene. Das wäre super ungünstig gewesen. So, bis hier muss alles weg und dann muss noch eine Ebene runter. Weil da alles Erde werden muss. Dann machen wir das mal als nächsten Schritt direkt. Jetzt einmal wegbuddeln. Tralalala. Die Kohle nehmen wir uns auch gleich nochmal raus. Da können wir dann gleich mit irgendwie Erde wieder auffüllen oder so. Wir haben ja noch oben in der Kiste genug. Würde ich jetzt nicht mit Steinen auffüllen, weil Steine, glaube ich, brauchen wir ab und zu mal bestimmt wieder. Und Erde haben wir halt so unfassbar viel. Würde ich die einfach für hernehmen. So, das muss noch weg. Und jetzt ganz wichtig, das mache ich jetzt mal als vorbereitende Arbeit. Was sind die? Warte mal, was ist das für... Warum ist hier noch Erde? Die kann weg. Genau, zack, 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 die kommt weg, weil hier muss dann nämlich Erde rein. Müssen wir eine wichtige Sache machen, damit wir das eben später nicht haben, das Problem. Nehmen erstmal nur die untere Reihe hier raus. Füllen die als erstes mit Erde auf, weil dann haben wir nicht das Problem, dass wenn wir eben die Erde umflügen, dass diese komische Steinkante wieder sichtbar ist. Ah, Inventar ist also voll. Wir müssen gleich mit unsere Taschen leeren gehen. Dann brauche ich schon mal hier mit anfangen. Dann haben wir nämlich gleich wieder einen Platz frei im Inventar. Zack, 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 zack. Und so weiter und so fort. Plopp. Also wir haben noch mehr Erde im Inventar, dann nutzen wir auch die gleich für die restliche Wand hier. Im besten Fall reicht das sogar schon bis hier. Halber, das darf auch weg, natürlich. Ich bediene mich gleich mal an der Erde. Ah, ich glaube, das wird super, super cool ausschauen, wenn das fertig ist. Nee, die eine, auch der eine Erdblock da wirklich. Ja, ich will erstmal die Wand hier ausgleichen, wo das zumindest schon mal gemacht ist. Stück für Stück hier durch. Ich glaube, diese Erde reicht noch. Das tut sie, das ist perfekt. Gucken ganz kurz an die Kohle einmal ran. Wir haben dafür wenigstens genug Platz im Inventar. Ja, auch nur so semi. Mal ganz kurz, zack, zack, zack. Den einen Block können wir gleich nutzen. Rein damit.
Und jetzt ist das Inventar endgültig voll. Dann würde ich mal ganz kurz sagen, ich sprinte noch einmal ganz schnell hoch zur Behausung oben. Hier mal kurz Sachen ablegen und dann machen wir in der nächsten Folge hier irgendwie weiter. Aber wir sind schon echt gut weit gekommen, Alter, wie viel das hier innerhalb von 2 Folgen weggebuddelt worden ist. Und schon teilweise angesät worden ist. Das ist schon eine Menge. So, erstmal die Kohle hier schön weg. Dann haben wir mal viel zu viel Samen mit dabei, das ist das Problem. So, warte, Koppel. Alles hier rein. Wir werden ein bisschen Erde brauchen, die nehme ich mal mit. Ruhig einfach die Grasblöcke, ist ja auch egal. Und was ich noch ganz kurz mache, ist die Blumen, die übrigen, einfach mal hier reinschmeißen. Bienen können wir anders vermehren, das müssen wir jetzt nicht machen. Och nee. Wäre lustig gewesen, wenn jetzt hier plötzlich ganz viel Gras gespawnt wäre wieder direkt. So, und dann zur Sicherheit, weil es schon wieder fast zu dunkel ist, verabschiede ich mich mal hier drinnen aus der Folge. Kann ich nämlich die nächste Folge in Sicherheit beginnen und nicht aus Versehen in der Nacht draußen. Genau, in der nächsten Folge machen wir unten mit den Feldern weiter. Ich glaube, da kommen wir schon wirklich nochmal einen ganz, ganz, ganz großen Schritt weiter. Bis dahin bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen und macht's gut, bis zur nächsten Folge. Tschüss.